12:08 Uhr, ey. Das wird jetzt meine Dauerzeit. Ich glaube, 12:08 Uhr mache ich das erste Mal die Kamera an. 12:09 Uhr bin ich fertig mit dem Schneiden. Es produziert. Da. 12:08 Uhr. Mann, das war, Mann, ey, boah. Ist das anstrengend, jedes Mal. Abends habe ich ja immer keine Zeit. Muss ich mich ein bisschen kümmern, muss ein bisschen Computer machen. So. Deswegen mache ich das dann tagsüber. Und der Achim ist unten im Laden, hilft. Und dann bin ich ein bisschen oben noch mit den Kindern zusammen. Weil Marlies, wie gesagt, die ist ja immer noch nicht so berauschend. Deswegen. Aber wir kriegen das alle in den Griff. Ja, ich so. Schlüssel. Hier. Mal vorne. Vorne hat wieder einer einen schönen Fehler gemacht bei so einem Umbau von so einem Peugeot-Rennrad. V-Brake-Hebel wurden hier verwendet für die Bremse und an dem Lenker. An solch einem Lenker keine V-Brake-Hebel. Warum nicht? Weil diese Klemmmaß hier vom Lenker nicht stimmt. Wie ihr seht, wurde die Schelle aufgebogen. Dabei sind beide Schrauben dann verloren gegangen beim Fahren. Die wurden dann notdürftig reingedreht und sind dann verloren hier. Das war's. Das ist jetzt natürlich unbrauchbar. Der Lenker ist nämlich ein bisschen dicker als ein normaler Lenker. Wo ist denn hier der Anfang? Mal zugucken hier. Wie ich mich quäle, hier ein Ende zu finden. Klebeband. Krasse Klebeband. Oh, ist aber noch gut. Extra schön abgewickelt. Witzig, witzig. Was kostet das Modell in der Basisversion? 1,5 Millionen. Ja, aber es ist kein Ultegra drauf. Sora ist drauf. Sora, ja. Genau, hat er mir gesagt, nämlich da war Sora drauf. Aber sowas fährt er ja nicht. Ja, vor einer Jahr fährt er kein Sora. Ja, verstehe. Ja, geht auch erstmal, wa? Aber wenn du ein bisschen besser bist und so, dann brauchst du ein bisschen Material. Also ganz ehrlich, ich schaue nur, wie schnell ich in den Bock bin. Bremshebel so weit aufzubiegen ist auch stark fahrlässig, weil die können ja sind aus Aluminiumguss, die können ja hier reißen. Ne? Also das würde ich echt unterlassen und das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Naja, muss ja jeder selber wissen. Quasi. So, Achterschiebe. Hier nach vorne, wo man einen zweiten Arbeitsplatz dann wieder hat, braucht man hier auch ein bisschen Werkzeug. Also erstmal alles abmontieren hier bei den Newtonrads. Hallöchen! Mal weiter. Hi, hallo! Wiedersehen macht Freude! Wieso, was ist denn jetzt so? Siehst du, gestern hast du noch, oder vorgestern, wann war das? Ja, vorgestern. Ja, siehst du? Gibt es auch immer noch sehr. Heute früh bin ich zur Arbeit gefahren und konnte auch fahren. Ja, und jetzt ist platt. 2 Stunden noch? Nein. Dankeschön. Alles klar. Aber ich habe heute das Geld von meinem Chef wieder gekriegt. Ah, ja. Das siehst du, wunderbar. Mir gern, ja. Sag immer frei. Mensch, hast du einen guten Chef? Denke ich auch. Stell mal schöne Grüße. Gut, dann bis später erstmal. Und du? Guck, guck. Wo geht's zur Arbeit, Vlad? Achso. Naja, die Reifen sind halt shitty. Shitty manitty. Lass
Und außerdem ist mein Sammel so ungefähr 250. Jetzt gibt es die passenden alten Hebel dafür. Dran und gut ist, da muss er jetzt durch, da muss er ganz tapfer sein. Die sehen auch vom Verwesungszustand so aus wie das Rad. Also perfekte Ton in Ton. Ja, wollen wir mal zeigen das. Schaut mal. Rost am Rad und Rost am Hebel. Tut mir ein bisschen leid, aber dann guck mal, ob ich noch weiter andere finde. Mann. Also wenn ich dir jetzt sage, dass du dich mit ihrem blöden Expander echt Lichtkabel hinten aus der Lampe gezogen hast, nutzt du ja? Na klar, hab ich schon öfter gesehen. Das ist auch alltäglich, das sehe ich öfter. Expander, Schlösser, was weiß ich, irgendwelche Gedöns. Ja, deswegen, also in Berlin geht es dann halt nicht, aber hätten wir eben dann... Genau, aber wir haben ja sogar welche in Brandenburg, aber dadurch, dass, naja, hätten drei aus der Firma arbeiten gehen müssen, der Rest hätte frei. Also das wäre auch scheiße. Wäre scheiße, der hätte ich. Also haben sie dann gesagt, ja, naja, kommt für den einen Tag. Dicht, die Bude. Ein bisschen noch, stopp, nein, du kannst noch, ja, ich weiß nicht genau. Mann, ey. Wenn man das hört, kriegt man ja Krebs. Alter. Die reden immer noch, wa? Ein bisschen noch. Ja, also, ist geil. Was ist denn das? Kann man auch was holen? Bisschen auf meinen Kopf. Alter, was geht denn?
nicht, warte mal. 13er. Er rennt schon mit seinem XT-R-Steuersatz. Das ist 28. Das ist 26, 28. 26, 28 ist es. Guten Tag. Also folgendermaßen sieht es jetzt leider gerade aus. Die Aufnahmen von gestern sind abgerauscht. Karte ist voll gelaufen, keine Ahnung, oder irgendwie irgendwas. Karte ging nicht mehr. Ich habe jetzt gerettet, was ich retten konnte. Ist leider keine sehr gute Aufnahme entstanden dabei. Das habe ich jetzt alles schon zusammengeschnitten gehabt. Das sind jetzt bis jetzt sind wir bei 11 Minuten 15 oder so. Und immerhin ist aber bis dato noch nichts Interessantes passiert. Dieser Auftrag, den ich da gestern gemacht habe, der ist leider nicht zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Muss ich mal dazu sagen, weil es wirklich, also es ist Katastrophe. Dieses mit diesen Bremshebeln. Er konnte nur die Züge erneuern, die Bremsanlage wollte er eigentlich behalten, die war aber hinten durch, sodass die echt immer wieder so rumschnippt und mit dem Bremsbelag an der Felge schleift. Hätte man erneuern müssen, wollte er aber nicht. Lenker hätte man tauschen müssen oder eben sich eine Zeit lang beschäftigen müssen, vernünftige Hebel zu suchen mit diesen größeren Schellen. Aber so, jetzt so hoppala hopp, habe ich nur gebrauchte Hebel da gefunden, die ich damit 4 Euro berechnet habe, im Grunde genommen. Und das war letztlich dann nicht zufriedenstellend alles. Also weder für mich noch für den Kunden. Der war dann total enttäuscht davon, dass es trotzdem Geld kostet. Aber ich meine, was soll ich machen, wenn er sagt, vorne alt lassen und hinten alt lassen und nur in der Mitte ein bisschen was tauschen und erneuern. Dann kannst du das nicht, dann musst du halt mit dem vorhandenen Material arbeiten und das ist nicht brauchbar. Das habe ich ihm so gesagt. Naja, der war dann ein bisschen enttäuscht und so. Und ich habe mir echt, viel Zeit gelassen und habe intensiv probiert. Habe die Bremse ja, die hat sich ja am Anfang gar nicht bewegt, weil der ein Jahr unter einer laufenden Leitung stand da drauf. Das sieht ja aus wie aus dem Kanal gezogen durch den ganzen Rost. Er meinte, nee, der stand im Keller und da ist so eine Leitung, die war undicht, die hat die permanent getropft. Und deswegen ist das permanent eingerottet und eingerostet gewesen, alle da hinten. Und er wollte trotzdem eben nicht tauschen, sondern eben original behalten. Und, kurzum, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ich konnte keine gute Arbeit abliefern, das hat mich richtig geärgert. Und hab da trotzdem irgendwie 2 Stunden verbraten an dem Rad. Und das hat mich so geärgert, weil es ging nicht nach vorne. Und wenn du jedes Mal die Bremse wieder abbaust, auseinanderbaust, dann wieder anbaust und es funktioniert trotzdem halt nicht. Furchtbar. Ist das alles nicht wert eigentlich? So weit. Austauschen und gut. Manchmal muss man sich auch von Dingen trennen. Und die Lenker, der muss ausgetauscht werden in mit vernünftigem Klemmmaß, wo man ganz normal Griffe, ganz normale Bremshebel, auch gute Bremshebel aufschrauben kann. Das wollte er aber nicht. Ja, wie auch immer. Schade drum. Dann haben wir gestern noch einen schönen XTR-Steuersatz verbaut. Das hatte ich eigentlich aufgenommen. Habe ich gedacht, dass ich es aufgenommen habe. Die Aufnahmen sind aber alle nicht geworden. Das ist das Problem. Also, die Kamera ist auch gelaufen, aber irgendwie sind die Aufnahmen alle nicht geworden. Konnte nicht geöffnet werden. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Weil das erste Mal im Leben, dass ich in diesem Laden einen XTR-Steuersatz beim Kunden verbaue. Beim wirklich schönen Alpinstar Chromega. Ja, also beim Chromrahmen, Stahlrahmen. Hat mich geärgert, weil so eine Räder kommen ja selten mal in den Laden. Ist nicht geworden, kann man nicht ändern. So, nächste Ding ist, endlich Stahler-Konzessionär ist natürlich ein Witz. Ich meine, wer will schon Stahler-Konzessionär werden? Keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch was ganz Tolles oder so. Aber war jetzt nur so ausgedacht. Gibt's natürlich überhaupt nicht, denke ich mal auch. Ich fühle mich aber so, weil die ganzen Leute im Grunde genommen kommen mit ihren Rädern, die sie bei Stadler billig kaufen oder Decathlon, dort auch immer B-Twin, Stadler,
Räder Triumph sozusagen, kommen sie an und ich habe ein Rad nach dem anderen, was kaputt ist von dieser Firma, von diesen Stadler Billigrädern. Deswegen habe ich es einfach nur geschrieben, endlich Stadler Konzessionär. Wenn Stadler mich sponsern würde, habe ich nicht dagegen. Ja, und dann ist das war jetzt nur ein Witz. Also ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt, ob da noch ein bisschen was zusammenkommt, bis auf die Lava jetzt hier, was ich ein bisschen einkürzen muss. Jetzt sind ja schon wieder 5 Minuten. Heute, Tag der Befreiung, das erste Mal in Berlin Feiertag. Und ich habe eigentlich Langeweile sozusagen, also habe ich nicht, ich habe hier noch zu tun, bloß ich hätte auch gerne den Laden offen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir fehlt ein bisschen der Umsatz gerade. Das ist ein bisschen knapp alles. Gut, sehen wir uns gleich wieder oder wir sehen uns morgen im Laden. Also ich schnippel das irgendwie so zusammen, dass das ein vernünftiger Vlog wird. Also macht das gut, bis gleich. Jetzt schau ich mal bei Nachrichten, Computer, was da so los ist. Na, Ona, bist du wieder hier? Die Mama badet nämlich mal seit langer Zeit mal wieder. Ja. Oh, Uni Boni. Und die sitzen alle da und gucken hier, als wenn es... Das Event des Jahres. Ja, ist das Event des Jahres. Ich wollte Mama nur mithelfen. Und jetzt soll ich mit Ona machen. Ja, komm mal her. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Mensch, Ona, das geht doch nicht. Computer ist hier. Und Uni. Ona Zahn, immer noch Ona Zahn. Da schauen wir doch jetzt mal im Computer nach, was da so passiert ist. Diese wunderschöne, ja, wunderschöne Lach, Computerlach. Mal gucken, ob uns jemand schön geschrieben hat hier. Ja, fein. Und wenn nicht, dann haben wir ja noch das Auto voll mit Sachen, die wir, die wir abgeholt haben, den einen Tag. Und die müssen wir ja noch einstellen. Hat noch nicht geschrieben. Ja, das ist natürlich ärgerlich dann. Das ist natürlich ärgerlich. Ich habe eine schöne Uhr nämlich gefunden. Die hätte ich sehr gerne in meiner Sammlung. Next day. Ich bin im Laden, es ist Samstag. 12 Uhr. Sozusagen gerade aufgemacht. Meine Aufgabe heute: Toilettenpapierrollenhalter antik im Badezimmer anbringen. Und dieses wunderschöne Tsunada vorbereiten von Schlauchreifenumbau auf Drahtreifen, also auf eine Felge, andere Felgen. Das mache ich heute. Alles andere ergibt sich, was heute so kommt. Wahrscheinlich platte Reifen hier, da, mal gucken. Oh, Mann. Hat mich schon einer um 10 angerufen. Platten Reifen, könnt ihr das sofort machen? Ich sage, ich bin noch gar nicht im Laden. Tut mir leid, schließt das an. Hat er nicht gemacht. Ist offensichtlich, hat er irgendwo anders was gefunden oder hat selber gemacht. Weil Plattenreifen kann man ja auch selber wechseln. Wäre nicht so dramatisch. Gut, dafür suche ich jetzt einfach nur Schrauben raus. Pack die mir hin. Bohrmaschine packe ich mir hin und nachher dann Schrauben, Dübel und dann geht's los. Tada! Schrauben. Die guten Schrauben. Messing. Ja, das reicht mit Dübel und allem. Mein Klopapier dran, mir nicht. Und jetzt wollen wir nur noch eine Maschine. Das ist alles langweilig. Wo hat er denn? Da. Okay, Leute, wie machen wir das jetzt hier? Also, das gute Stück hier soll umgespeicht werden von
Schlauchreifen auf normal. Das Problem ist, sie hat den Reifen auch aufgezogen ohne Kleber. Also ziehen wir ihn erstmal ab. Der ist gut, der hält noch Luft und alles, aber ist ja völlig unpraktisch in der Stadt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Jetzt zieht die Grenze runter. Dazu brauche ich zwei Kettenpeitschen hier bei dem System. Das ist so ein altes Shimano System. Bereitet das quasi nur vor. Weil die Narben wollen wir ja behalten, die sind ja schön. Ich nehme eine Holzleiste. Einmal, zweimal und aufdrehen. Da sehen wir einfach, das geht. Machen wir die Grenze ab. Kommen wir nämlich jetzt auch an alle Speichen ran. Die ganzen Kleinteile hängen gleich ans Rad immer. Da hängen sie nicht verloren. Ja, und jetzt heißt es Speichen lösen. Ja. Nein. Das ist doch ein Keller, da wohnt doch keiner. Hey, Wiki, so. Was mein ich jetzt? Achso. Okay. Tja, schönen Abend. So, dann sammeln wir mal die Speichen zusammen, weil die hier im Bauch auf. Next. Schön. Tada. Nächster Satz. Speichen, ja, verwendet man ja nicht wieder, aber wenn da mal einer kommt oder wenn ich mal selber ein Rad habe mit ist auch schade mit der Felge. Dann haben wir halt zusammen. Ne? Felge, Speichen, alle schick. Wo ist denn der andere Satz? Klapprad DDR, Mifa. Was sonst? Eine andere Firma, ich hab's glaube ich auch nicht, die Klapprad DDR hergestellt hat, weil DDR. Die waren alle vom Mifa. Der Bremsklotz, der neue, ist rausgerutscht. Und Bremsen tut es ja eh nicht toll hier, wissen wir ja. Diese Stempelbremse, der sogenannte, im Volksmund damals auch Kackeschieber genannt. So hieß das damals. Der funktioniert ja echt bescheiden. Also tiefer gesetzt werden muss die Bremse. Und der Bremsbelag muss rein und darf dann natürlich auch nicht mehr rausfallen. Wie machen wir das? Erstmal bauen wir das Vorderrad aus. Vorderradausbau ist keine Hexerei. 15er Eisen. Und ran an den Front. Neue Bereifung habe ich dem schon mal spendiert hier, dem Rad. So, Achtung! Dann drehen wir das Ganze so, dass wir arbeiten können.
Schön, so ein Cookie-Block. Wie er so schön weghüpft, herrlich, hinterher zu schauen und ihn verschwinden zu sehen unter irgendwelchen Dingern, die man schon jahrelang nicht mehr bewegt hat. Das war jetzt hier noch nicht der Fall, Gott sei Dank. Oh Mann, ey. Okay. Also, ich schraube zuerst mal die Bremse ab. Das mache ich wie folgt. Da hinten ist ein Schräubchen, ein Mütterchen. Das Mütterchen schraube ich ab. Aber ich brauche auch einen Schlitzschraubendreher. Und zwar ist hier hinten ja ein Schlitz drin. Der ist ja nicht ohne Grund da drin. Mutter, Unterlagscheibe haben wir. So, rausziehen ist nicht. Jetzt kommt dieser Schlitz zum Einsatz hier oben. Na, da. Da, der da. Jetzt schrauben wir den raus. So ein Schraubstift. Schraubgewindestift, irgendwas. Zack. Habt ihr sehen? Gerade ist die Bremse durchgefallen. So blub. Packen wir auch beiseite. Hier, aber jetzt haben wir eine ganze Döns hier einzeln. Und die Lampe erstmal beiseite ballern. Das hier abmachen. Jetzt schrauben wir hier diese Plastikkappe ab. Und ziehen das Ganze raus. Fertig ist. Jetzt das ganze Geheimnis. Von der Bremse. Ja, so sieht die aus. Das ist ja schon die späte Version, wo alles ein bisschen aus Plastik ist, so wie das Teil hier und mit der hinterlegten Mutter und so. Ja. Jetzt können wir das hier wunderbar bearbeiten. Und zwar diesen Bremsklotz hier machen. Halt, doch, so rum. Ja, das geht ja auch ganz einfach. Wenn man es denn vor sich liegen hat, kriegt man es ja auch ganz einfach hin. Eigentlich. Sagt er und verkackt. Sprach er und wurde wahnsinnig beim Versuch. So, der passt ja nicht ganz. Ist ja kein DDR-Klotz, ne? Also muss man so ein bisschen nachdrücken, nachhelfen. So, Problem, drin geht da ganz schwer, raus geht da ganz leicht. Also, man muss jetzt diese Enden hier ein bisschen ankneifen. Diese hier so ein bisschen zukneifen. Jetzt ein bisschen zusammengeschoben, hier ein bisschen enger gemacht und da hoffe ich, dass das jetzt hält. Muss einfach. So, jetzt die ganzen Kladderadatsch hier rückwärts. Quatsch. So ein Schmarrn. Natürlich erstmal hier durch. Drüber. Darin. Ach, damit man weiß, wie das mit der Höhenverstellung funktioniert. Natürlich, der Stift kommt hier durch, geschraubt und greift dann hier an eines dieser Löcher hinten.
sind ja verschiedene Höhen. 1, 2, 3. Da kann man sich aussuchen, wie hoch, wie weit weg steht der hier. Ja, dann müssen wir jetzt testen. Also der war jetzt, kann man jetzt sehen, im mittleren war der drin. Dann machen wir den in den oberen rein. Ganz einfach. So einfach ist es. Lampe hinter. Scheibchen, Mutterchen wieder drauf. Einmal. Kette rasselt wie immer an diesem wunderschönen Kettenschutz. Ey, das ist raus mit den Dingern, aber das ist. Nochmal. Mifa Klapprad. Ready for sale. Ja, ist jetzt fertig für den Verkauf sozusagen. Bremse ist dran, auch wenn es die originale ist und die nicht wirklich nicht viel taugt oder so, aber. Reifen sind drauf, neue. Ja, kostet nicht viel, kostet 80 Euro. Also das muss es bringen. Ja. Mal schauen, wer sich erbarmt. Dieses schönen Rades erbarmt. Raus damit. Auf zum Verkauf. Ach ja. So, hier gab es eine Beschwerde. Ich habe im letzten Jahr einen Check gemacht und für diesen Check wurde Geld bezahlt und jetzt funktioniert das Licht nicht mehr. Wir reden von letzten Jahr. Also, Kinder. Ja, richtig, Licht funktioniert nicht, Dynamo ist laut, das ist auch richtig. Dynamo stellen wir ein bisschen tiefer ein hier. Warum funktioniert das Licht nicht mehr? Das kann vielerlei Gründe haben. Meistens liegt es an den Kontakten hier, tatsächlich hier unten. Die werden als erstes mal überprüft. So, Kontakte sind es nicht. Dann überprüfen wir die Birnchen hier. Ist ja alles recht simpel hier, bei dem wir halten, Gott sei Dank. Dazu nehme ich einen Durchgangsprüfer. Hier. Birne kaputt. Das eine kaputt, die andere halt auch kaputt. Das ist ja klar. Wenn jetzt eine durchbrennt, brennt die nächste halt auch durch. Darf man halt nicht weiterfahren. Damit muss man rechnen. Das passiert. Aber Licht aber alle drin. Ja, jetzt ist immer schwierig. Wie will man das den Leuten denn erklären? Natürlich war Licht und alle drin. Hat ja auch alles funktioniert. Aber wenn es durchbrennt, brennt es halt durch. Checken wir mal den hier. Ah, der funktioniert aber. Zumindest offensichtlich erstmal. Ah, leuchtet wieder. So, nochmal, die leuchtet. Die leuchtet, warum leuchtet die nicht? Der hier ist raus. Da vorne ist ein Kontakt raus. Bitte.
leuchtet hell am Firmament der Himmel brennt. Also Leute, nicht immer gleich war es der böse Fahrradhändler, der im letzten Jahr irgendwann mal an dem Rad dran war. Manchmal war es auch einfach das böse Kopfsteinpflaster, was dafür gesorgt hat. Was dafür gesorgt hat, dass das ist natürlich ärgerlich, die Speiche. Er wollte dafür gesorgt, dass eben einfach mal die Kontakte hier unten rausspringen, raushüpfen oder so an einer von beiden Lampen halt. Ja, und wenn die eine nicht mehr leuchtet auf einmal, kriegt die andere zu viel Strom. Und wenn es noch eine Glühfadenlampe ist, dann brennt die halt schnell durch. Deswegen nicht wundern, dann ist beide zu ersetzen. Hier ist es eine Glühbirne und da ist es ein Stecker wieder reinstecken. Da muss man durch. Ja, ob man fährt einmal, zweimal, dreimal, kann beim ersten Mal passieren, kann beim zehnten Mal passieren, kann nach einem Jahr passieren, kann nach drei, vier, fünf Jahren erstmal passieren. Minimieren kann man es nur, indem man vernünftige Lampen sich anbaut, mit vernünftigen Kontakten, ja, die doch wirklich halten. Hier, das war jetzt ziemlich straff aufzukriegen, also sollte eigentlich halten, keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Da abgehangen ist. Hier hinten hält es auch. Alles gut, alles schick. Das war's. Der erste Auftrag heute eigentlich mehr oder weniger, weil wie gesagt, diese Lampe jetzt gerade, diese Glühbirnchen, erzähle ich jetzt mal nicht als Auftrag. Das war ja langweilig. Platte Reifen. Berlin sorgt immer gut für einen, was platte Reifen angeht. Aber der ist geplatzt. Hat laut einen Knall gegeben und das war's. Es ist ein Einbaufehler, meines Erachtens. Wir hoffen, wir können den Reifen noch verwenden. Der ist ein bisschen lediert. Habe ich schon gesehen, genau am Ventil hat den irgendjemand eingebaut, doppelt gelegt. Oder das ist jetzt vom Schieben. Das kann man ja hinterher auch wieder mal nicht so sagen. Erstmal gucken wir, ob das Lampe funktioniert. Licht, ganz wichtig, bevor ich den Stecker abziehe, schaue ich beim ersten Mal, ob das noch funktioniert. Nicht, dass hinterher einer sagt, hat funktioniert. Und hinterher funktioniert es auf jeden Fall nicht. Hatten wir schon öfter, dass es auch schon vorher nicht funktioniert hat. Und dann kann ich immer sagen, hier die Aufnahme, da ist der Beweis. Wenn Sie streiten wollen. Thomas, ich bin da. Ja, sehr gut. Jo, wo waren wir? Hier waren wir. Angerufen habe ich, glücklich ist er jetzt. Und beruhigt, ach so, naja, und ich wusste ja nicht, wie das ist. So, ich hänge die Bremse aus. Ich ziehe den Stecker ab für den Dynamo, wenn ich kann. Alles, was jetzt halt sozusagen kaputt geht an der Lichtanlage, ist mein Problem. Zieht den Reifen raus und ihr spürt schon, dass er abgerissen ist. Zack. Hier. Aufgerissen, ja länger noch. Und jetzt immer ein Zeichen, entweder war der eingeklemmt, ja? Hier ist er rausgekommen, da ist er geplatzt. Oder warte mal, müssen wir gucken. Ja, die Gummibulze ist ein bisschen angefressen, aber die Webe ist noch da. Wir probieren es einfach nochmal. Ich mach mal die Stelle ans Ventil. Dann seht ihr beim Aufpumpen, was da passiert. Schlauch rein. Den Schlauch machen wir in den Seiten.
nicht auf die Felge, in den Reifen. Sagst du mal wieder gerne. Zack, rein, boom, tschakalaka. Okay. Stecker rein, gucken, leuchtet. Festschrauben, Feierabend. Beide Seiten so ein bisschen gleichmäßig. Sonst dreht sich der Dynamo mit und ab. Das ist eine 8 drin. Was soll das denn? Eier-Tutorial hier. Okay, 8 raus. Zentriert, 25 Euro mehr. Jetzt kommt gleich noch ein Auftrag von der Konkurrenz. Ey. Drück mal schon drauf. Bremse, alles machen. Eigentlich alles. Bremse, Schaltung. Bin gespannt, ob sich das lohnt. Bin gespannt, ob sie den Weg findet hierher. Von da vorne bis hier. Die meisten überlegen sich das ja unterwegs dann doch nochmal. Was? Wie? Da kann man gar keinen Preis sagen jetzt erstmal. Oh, der muss das Rad dafür sehen. Ist ja ziemlich teuer. Bestimmt. Dann lass ich es bleiben. Verschrottet. Na, ich persönlich lobe ja, ich finde den Weg hierher nicht mehr. So zu warnen, ne? So kann's gehen. Auch nicht so schlimm, habe ich mehr Zeit für andere Sachen. Zwei Räder verkauft von draußen, drei rausgestellt, zwei verkauft, ein Plattenreifen. Das eine will die weg. Schade. Ich meine, Schwert dann eh fertig ist mit seinem Wunderwerk, Zauberwerk. Bereiten wir halt Oma vor. Alles mistig. Wirklich Quatsch, wir brauchen ja nur eine.
nicht so schlimm. Du kannst ja wieder aufheben. Genau, jetzt muss ich erstmal hier was. Furchtbar, war so, kommen die dann mit so einem Raben hier. Ja, ja, ein kleines, süßes Ding. Ah. So ein Dropsy-Bopsy. So glücklich aussieht. Oder ihr lauft, Kinder, ein bisschen. Kommt, ihr laufen ein bisschen. Na, dann dürft ihr auch kein Eis. Das Maximum. Chloe. Papa, warum hast du hier alles verloren? Das ist alles Müll. Alles Müll? Okay, erledigt. Ich will Papa auch machen, wieder das Tür drin. Ja. Kannst du aber jetzt hochbringen? Nee. Ich bring das. Probier mal erstmal. Setz dich mal drauf. Das maximale Position höre ich nicht. Ja, ja. Das ist doch viel zu klein eigentlich schon. Fahrrad fahren wir jetzt eigentlich auch mal angebracht. Ja. Eine Uni? Ich habe gerade ein bisschen Kartoffeln gegessen. Oh, lecker. Und Fisch. Ich will auch Kartoffeln und Fisch. Ja, wir haben jetzt 3/4 übrig gelassen von dem Fisch. Ja, viel, guck mal, das ist jetzt 15:33. Na denn? Wir laufen erstmal. Genau. Du bist ja schon zu Hause. Ich bin schon zu Hause. Man hat ein Lob bekommen. Wo du gerade gesagt hast, wenigstens ein authentischer Laden mal. Das sind wir wirklich authentisch. Aber voll mit Zeug. Und es sind mir fast zu viel alles jetzt. Ist ja ekelhaft. Bei euch Drogenspritze im Sandkasten. Die hat so einen Spaß gehabt, es war so süß. Na, die hat ja wohl gegessen, hat die ja. Ja, genau. So, dann hast du so noch alle Spritze da drin. Ey. Ja, ganz genau. So, die Hand zu den Sand. Und das ist so durch die Finger so. Ja. Erste Mal Kontakt. Total süß, ey. In meinem Kopf, was da alles so durchging. Und dann mit der anderen Hand und dann ging es immer los und hat sich mit beiden Händen nach vorne gestürzt. Na du, Drogenfinderin? Drogenfahnderin? Eine Spritze. Hallo, hat die Drogen gefunden. Aber das haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, oder? Und dann liegt da so ein ekelhaftes Ding, ey. Sag ich. Eigentlich wollte ich die auch nicht anfassen, aber das kannst du ja nicht liegen lassen. Kannst du nicht liegen lassen, du musst es direkt haben. Ich hab Mama gesagt, das ist doch nicht schlimm. Ja, ich hab echt irgendwie was. Oh, Papa, darf ich denn an deinem Computer weiter gucken? Nach diesen Namen? Entschuldigung! Okay, du hast nur eine Aufgabe gerade. Reden! Still sein. Schweigen und transportieren. Nö, aber das ist nicht angeschlossen, das steht ja von da an. Das muss ich reinbringen. Bring mal drin. Hi, hallo. Es ist jetzt Feierabend. Auf alle Fälle, wir gucken jetzt noch eine Serie. Und das war's für heute. Hey! Ja, du bist hier auf dem Boden, hier überall, alle dicht rum. Bitte, sehen wir uns.